Hallo. Oh, Scheiße. Mit Blatt. Dann schauen wir mal, was er für eine Zeit rausholt. Also der andere ist verschwunden, er ist irgendwie vorne weggefahren auf einmal. Oh. Ja, was ist das? Ein Triumph? Geil. Ja, ist es schon wieder Frühling? Wir schreiben das Jahr 2020, 25. Oktober. Ja, es hat 15 Grad, 17 soll es werden. Gestern war es auch schon genial. Blöderweise hatte ich die Kamera nicht mit, das bereue ich schon wieder. Weil es war echt eine geile Tour. War ja auch mit André zusammen unterwegs. Den treffe ich jetzt gleich wieder in Stein, bekannt von Faber-Castell. Wer kennt sie nicht, die Stifte? Und dann fahren wir heute mal Richtung, ja, wo fahren wir eigentlich hin? So Richtung Westen raus. Rosstal, Emskirchen, über ein paar so Dörfer und dann an Adidas Town, Herzogenaurach wieder zurück. Und gestern waren wir so im Süden, Schwabach vorbei und dann auch irgendwie, ach keine Ahnung, über ein paar Dörfer, Pfalzaurach, das Aurachtal und Abrünst und wie die ganzen Dörfer da draußen heißen. War richtig cool. Waren wir auch auf dem Demeterhof. Das war auch recht interessant, aber naja, leider war die Kamera nicht dabei. Dafür ist sie heute dabei. Mal gucken, ob was Brauchbares rausspringt. Wir sehen uns später. Da ist er. Der Federweiße. Die ganze Stadt schon wieder voll Kundschaft. Was am Sonntag? Schon wieder zwei Radwegparker aufgeschrieben. Ja. Du hast sie aufgeschrieben? Ja. Wie? Was? Na sicher. Wie geht das? Wie machst du das? Per E-Mail oder was? Ja, da gibt es so eine App dafür, die erstellt dann aus deinen Daten, die du da eingibst und dem Beweisfoto erstellt die automatisch die Mail ans Ordnungsamt. Das habe ich schon mal, ja. Wie heißt die nochmal? Irgendwas mit Held, Wegeheld. Ja. Die war aber lahmgelegt einmal eine Zeit lang, oder? Die geht wieder. Geht wieder? Ja, aber bringt das was? Ja, schon. Ich habe schon zwei Antworten gekriegt vom Ordnungsamt. Weil bei mir, ich habe das aber einmal... die können halt keine Angaben zum aktuellen Stand machen. Die sagen dann nur, das wird bearbeitet. Ordnungshüter André. Der sorgt für. So dreist erlebe ich selten ohne Scheiß. Er hat einen komplett freien Parkplatz vor sich. Und der steht mit seinem fetten Mercedes zur Hälfte auf dem Parkplatz und zur Hälfte auf dem Radweg. Blockiert den ganzen Radweg. Ja, da kannst du aber, dass der Penner einfach normal einfahren. Da kannst du aber den ganzen Tag kannst du da dich aufregen und aufschreiben. Gibt's Tage, dann bist du mit fertig. Ja. Ja. Na gut. Und aus der Geschichte von gestern nichts gelernt. Ja, ich bin auch wieder zu dick angezogen, aber heute ist es ein wenig kühler. Heute ist irgendwie kühler. Ja, eigentlich soll es heute wärmer werden, aber ich... Hier jetzt mal ein Baselayer aus und dann schauen wir mal. Der Wind ist ein bisschen kühler, das Gefühl. Und es ist auch ein bisschen bedeckt. Gestern war es irgendwie sonniger. Aber na gut. Dass die Sonne verdeckt. Naja, wir hoffen das Beste. Probieren wir es einfach aus, wir können ja dann nochmal. Genau, wir können ja dann uns entlösen. Ja, hallo. Ja. So ein Hübscher. Hä? Hast noch heute keine Grauleinheiten bekommen? Ich glaube, du musst einen Anhänger holen und den dann mitnehmen. Ja.
So, wir kommen jetzt in Roßtal an. André fährt ordnungsgemäß auf dem Radweg. Ich nicht. Schauen wir uns mal kurz Roßtal an, das ist ja ganz hübsch. Ja! Mit 100 in die Ortschaft. War das überhaupt der Radweg? War das überhaupt der Radweg? Oder war das nur irgendein Seitenstreifen-Geteere? Nee, das war gemeinsam hier am Radweg. Hier links und dann geht's hier rechts den Kopfsteinpflaster hoch. Okay. Ja. Rampenalarm. Oh Scheiße. Oh je, nee, ich lasse es. Das ist mir zu rutschig. Mit der Kamera in der Hand. André zieht durch. Frankenpeterer, Lusche, läuft. Ich bin eine Lusche, ich weiß, gib's zu. Hey, Segment wäre aber da lang gegangen, ne? Weißt schon, dass du jetzt keine Zeit hast. So, Jakobsweg. Ja, der geht bis nach Santiago de Compostela, oder wie das heißt. Mehrere, ne? Da gibt's doch mehrere. Spanien. Ja, aber da gibt's doch mehrere so Jakobswege, oder? Ich glaube, das ist ein Weg, der irgendwie quer durch Europa geht. Ja, aber da gibt es, glaube ich, noch so andere auch, die so irgendwie auf diesen Jakobswegzug aufspringen. Ja, da ist der Beweis. Es gibt mehrere Wege. Da steht sogar Santiago de Compostela. Ja, die internationale Jakobs. Ja. Ja, stimmt. Ja, das war ja dieser Pilgerweg, der von allen Ländern irgendwie darüber ging. Die schöne Kirche. So, ich habe jetzt den André angestachelt, dass er das Segment hier fährt. Da war gleich Feuer und Flamme. Der kommt jetzt dann hier hochgeschossen. Muss hier dieses kleine steile Stück hoch. Das schaut jetzt auf der Kamera nicht so steil aus, aber da bleibst du fast noch mal stehen. Und dann geht es dahinter. Ich stelle mich quasi als Zielpfosten hin, dass er weiß, wie weit er fahren muss. Und dann schauen wir mal, was er für eine Zeit rausholt. Yes! Und wie bist du über das steile Ding drüber? Ging das, ja? Ich bin da fast stehen geblieben. Nee. Hast bestimmt meine Zeit geknackt. Hätte ich ihm bloß nicht gesagt, verdammt. Wieder einen Platz nach unten gerutscht. Ich hoffe, dass es unten passt, wo ich anfange. Ja. Das ist ja die Querstraße. Ja. Dann bin ich über die Querstraße drüber. Ja. Und gleich umdreht und wieder hoch. Ah ja, okay. Müsste aber reichen. Ja. Na gut, wir sehen es dann am Ende der Tour. Der Apfeldieb. Oh. Mach das bitte nochmal. Ich möchte das in Zeitlupe aufnehmen. Jetzt da, den ganz da oben noch. Headshot. Was, wo? Da am Schild. Oh ne, das sind schon Würmer drin. Sieht man bis daher. Oh, wie geil, ey, Wahnsinn. Mit Blatt. Du musst Schmidtblatt essen. Ja? Alles, was dran ist. Bisschen Grünzeug. Wird alles verwertet. Sekundäre Pflanzenstoffe. Jetzt sind die richtig süß. Ich
mal ein paar so schöne Sträßchen hinter dem Dorf an, vorbei an so Mühlen. Ist auch ganz hübsch. Aber erstmal geht es hier im Berg runter. Einhändig ist ein bisschen problematisch. Moment. Der André jagt die Autofahrer schon. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Die Kirche hier schaut aus wie so, wie so eine Basilika. Klein Palma de Mallorca. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wenn wir schon mal da sind, machen wir ein bisschen Sightseeing in Wilhelmsdorf. Ja. Die hintere traut sich jetzt ganz. Hopp, hinterher! Jawohl! Hier in Wilhelmsdorf ist irgendwie auch nichts los am Sonntag. Mein lieber Schwan, ausgestorben ohne Ende. Oh, Mekong! Island! Der André weiß den Weg zur Kirche. Au! Eieiei! Geht's gleich mal die italienischen Gassen hoch. Die Basilika zu Wilhelmsdorf. Cooles Teil. Mittendrin. Hopp, die Treppen runter. Hier ist gerade der Schirm umgefallen. Aber es regnet ja eh nicht heute. Oh, hier ist offen. Oder? Nee, die ist nicht offen. Ist irgendwas Verrammeltes. Ah. Oh, nee. Alles abgesperrt. Schlecht. Sieht schön aus. Ah. Das Riesennest da oben. Das Nest? Das Nest. Oder meinst du das Nest? Na, bei mir heißt das Nest. Nest. Das ist Storchennest. Klapperstorch. Storch. Wie sagt man? Der Klapperstorch. Bayern-WLAN am Wochenende abgeschalten. Webseite nicht verfügbar. Da muss gespart werden. In Franken wird gespart. Es kostet zu viel Geld am Wochenende den Router einzuschalten. Eieiei. Eigentlich sind wir auch zum Fahrradfahren da. Ja, eigentlich. Und nicht zum WLAN surfen. Du vielleicht. Ich bin zum Sightseeing hier. So, der André ist wieder im Segmentfieber. Der ist jetzt hier losgestochen und ballert irgendeine Abfahrt runter. In der Hoffnung, dass er da irgendeine gute Zeit irgendwie bekommt. Aber naja, ich fahre jetzt da ganz normal runter. Wir sind jetzt kurz vorm Drachenlord. Den schauen wir uns jetzt auch noch an. Ist zwar nichts Sehenswertes, aber ja, es ist halt, kennt halt irgendwie jeder hier. Drachenschanze, Drachenlord. Ja. Schauen wir halt mal kurz vorbei. Zu sehen gibt es da nichts und dann fahren wir weiter. Aber André kennt es noch nicht, also zeige ich es ihm halt, auch wenn man es nicht kennen muss. Habe ich dich angekündigt, dass du das Segment hier fährst? Ja. War zu feucht?
zu gefährlich. Also gut, Sicherheit geht vor. Safety first. So, hier geht's zur Drachenschanze. Ja, ein Ort, den man nicht kennen muss, aber jeder kennt ihn. Ja, das ist. Naja, was ist das? Der Rainer Winkler. Der Rainer Winkler, bekannt durch YouTube. Es ist halt irgendeiner, der hockt in seiner Bude, erzählt immer irgendwelche Geschichten und hat halt voll den Hate immer. Ja, da pilgern irgendwie die Leute von ganz Deutschland her, belagern sein Haus, verfolgen ihn dann, wenn er sich eine Pizza holt und auch so Geschichten. Warum? Keine Ahnung. Ich hab, das Haus hier, genau. Oh! Eieiei. Ja. Ei, ei. Social Distancing. Hallo. Hallo. Brauchst du auch Hochziehhilfe? Nee, geht schon. Ja, hier, das ist die Drachenschanze. Keine Ahnung. Ja, das ist. Das kennt irgendwie jeder. Aber es ist halt nichts, was man kennen muss. Die sogenannte Drachenschanze mit dem Drachenlord. Der verbarrikadiert sich da drin irgendwo und macht irgendwelche Videos. Und wenn du hier länger stehst, dann schreit er irgendwann, dann kommt er raus und sagt, verpisst euch und lasst es euch, keine Ahnung. Naja. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was der für eine Botschaft hat, aber der macht irgendwelche Videos. Ich habe es ehrlich gesagt ein, zwei angeschaut, aber da hat er bloß irgendwie rumgemault über irgendwelche Hater und ach, keine Ahnung. I don't know. So was kann man doch nicht wohnen. Ja, das schaut schon ein bisschen sehr heruntergekommen aus, ja. Naja. Da ist ja Überwachungskamera am Haus. Ja, ja. Tatsächlich da oben am Giebel ist eine Kamera, dass keiner einbricht. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, das ist schockierend ein bisschen, ne? Das ist schon ein bisschen verwahrlost alles. In meiner schlimmsten Drogenzeit habe ich nicht so gelebt. Und ich habe mir das Zeug nur so reingeschaufelt. Ja. Naja, so ist es halt. Also, fahren wir weiter. Es geht schon die Alarmanlage los. Jetzt müssen wir uns langsam verzupfen hier. Ich glaube, jetzt wird es gefährlich. Nichts wie weg hier. André ist erstmal weg. Er ist im Ballermodus. Auf einmal hat er angezogen und dann ging es mit ihm durch. Naja, ich rollte ihm jetzt mal hinterher. Emskirchen haben wir ja hinter uns gelassen. Jetzt geht es noch weiter nach Herzogenaurach und Richtung Heimat. Moment. Jedenfalls Emskirchen haben wir hinter uns gelassen. Inklusive Drachenschanze. Und jetzt geht's nach Herzogenaurach und dann wieder Richtung Heimat. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ballermann! Vielleicht hat der Kerl eine Gülle zum Fahren. Ja, ich hab den gleich überholt. Alter, bleibt er stehen. Ja, der hat auch nicht geblinkt und gar nichts. Ne? Ist einfach langsam geworden, stehen geblieben. Hast nicht gewusst, will er links, will er rechts, will er geradeaus. Ein seltenes Bild heute.
Für Radfahrer haben wir heute die ganze Tour lang nicht gesehen. Kreuz und quer aber. Andere hat gesagt, wir sollen ein Video machen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas kommt hinter uns her, was ich unbedingt filmen will. Ist doch bloß ein Moped. Ah, ist nicht so ganz umweltfreundlich. Schnell noch! Was ist das, ein Triumph? 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 Triumph ist Trumpf! Ausgebremst von hier. Noch mal eine Krumme gefunden nach Herzogenaurach, die letzten Meter. Aber die holen wir wieder ein. Also ich zumindest. Andere ist schon dort. Lange erreicht. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Erst 6, dann 4, dann 2, dann 1 und dann nur noch 4. Aber das war jetzt geil. Das war jetzt nochmal so der letzte, ja, letzte Schliff. So, das war jetzt nochmal richtig geil. Das war die rettende Erlösung auf den letzten Meter, die Gruppe. André und ich sind, glaube ich, schon ziemlich platt. Ich glaube, ich bin ein bisschen platter wie er. Er findet immer noch Energie. Ja. Gut, die haben sie jetzt nach und nach aufgelöst. Wir fahren jetzt zu zweit geheim, haben die letzten Meter Richtung Fürth und Nürnberg und verabschieden uns mit den letzten Bildern. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder runter, wie ihr wollt. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. André, verabschiede dich. Sag ciao. Servus. Ja. Ich kann immer reden.